Herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Kiffhäuser Map im Forstprojekt mit dem Randy. Und so, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir das Ding hier gefressen kriegen. Also, wenn du so dicht daneben fährst, ist das blöd. Ich würde prinzipiell erst. Ich ziehe den langsam nach vorn. It's magic. Komm zurück. It's magic. Bis er umkippt. It's magic. Komm, du Bitch. Na komm. Na, jetzt kommt er langsam runter. Na komm, zu Papa. Komm, zu Papa. Und da ist er. Also, jetzt musst du ja wieder. Fahr mal bitte andersrum. Ich wollte gerade sagen. Das ist irgendwie viel einfacher, die Dinger einfach auf die Straße zu ziehen. Da hast du wenigstens eine ebene Fläche und nicht überall diese ganzen Kackdinger. Ein Handtuch. Oh shit. Warte. Oh, fick doch die Waldfee. Was ist denn das für eine Scheiße hier, ey? Kommt was? Moment. Jetzt. Sag, wenn voll ist, ne? Ja, 70. So, weiter vor fahr ich nicht. Alles gut. Ich komme nicht weiter vor. 84. Geht da rein? 85, 86, 87, 88, 90. Geht rein. Ja, nein, schön. So. Gut, passt. Soll ich gleich runterfahren? Ja. Dam, 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 da, da, dam, dam. So, willst du jetzt noch hier bleiben oder wollen wir jetzt weiter vor? Meinst du einen anderen Ladepunkt? Ja, halt eine andere Stelle. Ja, such einen aus. Ich überlege, ob ich die 15.6 jetzt erstmal in wo wird es mehr geben? Bei dem Dings oder bei dem Zug oder in Biomasse? Das ist die Sache, dass es bei den Zügen keine Angaben gibt. Ich versuche mal 1000 abzukippen. Wie viel haben wir jetzt? 12.287, also 12.2. 12.287, sind aber eher 12.3. Dann halt 12.3. Ich kann das hier gar nicht abkippen. Ne? Beim Zug. Dann nicht. Nee. So, warte mal, wo ist denn das Heizkraftwerk? Biomasse-Heizkraftwerk. Ja, 16. Ja, ganz toll. Hier ist nix. Dann sollten wir vielleicht da unten ein bisschen die Region gehen und uns erstmal ein bisschen auf Dings konzentrieren jetzt. Dass wir vielleicht in so Hinterfeld 16, 17 da oben das Waldgebiet erstmal nehmen. Kann man doch machen, muss ich mich auch. Dass wir ein bisschen Hackschnitzel machen, dass in diese Biomasse fahren. Vielleicht gibt es ja dort auch ein Lager, können wir es erstmal lagern, dann komplett wegbringen, weil sonst den Preis wieder so dumpen tun.
tun, machen. Und machen, tun. Ja. Ich gucke mal da runter. Das ist eigentlich ein ganz ordentliches Gebiet. So. Shame. Ach, das Biomasseheizkraftwerk ist ja süß, oder ist es das? Ja, ich glaube. Nice. Verkauf Hackschnitzel. Na dann, rein damit. Kohle. Yep. An sich haben wir jetzt also 8K. Ja, es geht auch so. Ja, dann würde ich das hier vorschlagen. Was? Die Position hier. Ja, das wird ein langer Weg. Hast du jetzt gekennzeichnet irgendwie? Nee. Achso, halt, warte. Jetzt sitze ich drinnen. Warte. Überbeifeld 9 da, so. Da müssen wir alles heruntergurken. Den großen mit den Häcksler und den Zange habe ich schon mal. Jetzt komme ich noch mit den Anhänger. Da oben steht dann halt noch die Säge, der Tank und Schießpistole. Ja. Anhänger kannst du am Sägewerk abstellen. Theoretisch. Der rote. Ja, weil wenn wir jetzt hier erstmal nur Hackschnitzel machen. Ja. Da lasse ich den aber hier. Das muss ich jetzt auch zweimal fahren. Dann gehe ich mal stark davon aus, oder warte, dann nehme ich das mit. Ja, da oben tun wir erstmal alles mitnehmen, oder? Oder erstmal nur das, was wir für Hackschnitzel brauchen, wäre eigentlich das Sinnvollste. Ja, ja, deswegen, ja. Also das. Das ist eigentlich alles schon hier. Echt? Naja, brauchen wir jetzt eigentlich nur einen Traktor zum Rausziehen, das war's. Ja, gut, ja, du, dann nehme ich den halt, naja, und Dings halt noch. Die Säge. Weil sonst wirst du adlig. Da. Da lass ich den Hänger, das Gewicht und den Dieseltank hier. Wie sich das halt im Wald gehört. Ja, nur tot zuliebe. So. Gut, dann da runter, da rüber, dann über, da noch. Ganz schlecht. Ne, ne. Nur noch Platz. So. Litte hier drauf. Oh, no, no.
So, dann haben wir ja so gut weggeruppt, da kommen wir ja gut durch. Lustig. Warum? Dreckspalette Kollision hat, weil sie nicht ganz voll ist, aber die volle Kollision hat. Sinnlos. Riedrad, ohlala. So, haben es gleich geschafft, liebe Zuschauer. Ne, jetzt ist mir aber eingefallen, was ich da sagen wollte. Ich bin ja momentan ein bisschen am Rumexperimentisseln wegen den Videos und allem. Ne? Das fängt ja bei den Thumbnails an, wo du ja auch schon mehrere Gastauftritte jetzt hattest. Mhm. Immer als Silhouette und immer halt als richtiges Bild. Das Problem ist, beim letzten Forstprojekt, beziehungsweise in der letzten Woche, gab es ja eine Folge, wo du dich mit Schienen etwas gebettelt hast. Ich glaube, es ging um Kuchen. Mhm. Und da wollte ich halt so einen Kampf ins Thumbnail reinzeichnen. Das Problem ist, von dir gibt es sehr viele Bilder, von Schienen leider nicht. Nee, das ebenfalls ist richtig. Ebenfalls keine passenden Bilder und dafür habe ich dann halt euch einfach als Silhouetten genommen. Das war auch ganz interessant, dass eigentlich wollte ich, dass Jean irgendwie, keine Ahnung, irgendwas in der Hand hat und nach dir werft und du haust dann so ab. Hat leider nicht so ganz gepasst, weil die Bilder gab es dafür nicht so passend. Und Jean hätte den Kampf. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, du hast deinen Kuchen gekriegt. Weiß ich gar nicht. So recht. Auf jeden Fall so. Das andere ist aber, ich habe mich halt mit diesen Leads mal wieder befasst. Also das sind Einblendungen in Videos. Und das ist jetzt ganz praktisch. Da kann ich jetzt am Anfang, wenn mal zum Beispiel irgendwas ist an den Tag, kommt eine Folge zu spät oder fällt was aus, kann ich so eine Info einblenden lassen, was schön aussieht. Kann man den Hinweis da lassen, dass man... Ja, musst du aber beim Rendern, oder? Das muss wiederum gerendert werden. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wenn ich habe Dinger entdeckt, wo du so am Anfang des Videos einfach so einblenden kannst, wie bei solchen Filmen, wo man das ja manchmal kennt, ne? Regisseur und so. Da kann ich dann ganz einfach einblenden, Mitspieler McManus. Ja. Aber dann musst du es ja trotzdem rendern. Ich muss es trotzdem rendern. Sieht aber trotz all dem, ich sage es immer mal, trotzdem noch ganz schnieke aus. Und, ich habe keine Anhänger. Vorsicht. Ja. Sieht in dem Sinne noch ganz schnieke aus. Und, Entschuldigung. Entschuldigung, der dezente Hinweis, das Knöpfchen zu drücken. Genug viel. Muss ich sagen. Hat es dann doch wieder. Und es ist auch sehr dezent. Es wird ja bloß einmal für 5 Sekunden eingeblendet. Das stört also auch nicht. Oder zum Beispiel, wenn man eine Folge, wenn ihr zum Beispiel Nostalgie im März bei der letzten großen Nostalgieaufnahme von den 6 Folgen, die wir aufgenommen oder 7 Folgen, die wir aufgenommen haben, 3 zerschossen. Ja, mein Glück halt, ne? Und wenn sich da mal so eine Folge verschiebt oder so, kann man alles schön einblenden lassen. Fahren wir wieder vor. Ja, ich fahre mal wieder vor. Ich finde das toll. Was man eigentlich heutzutage alles mit Videos machen kann, wenn man dementsprechend das ganze Zeug dafür hat. Ja. Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Da geht was. Da geht was. Und das Schöne ist, es ist alles kostenlos. Man kann sich zwar auch kaufen, aber für die Community oder die Leute, die das extra so herstellen, so, das ist Wahnsinn. Top-Qualität. Da lasse ich schon mal 5 Euro als Donation da. So. Muss ja irgendwo auch ein bisschen honoriert werden, sowas. Gängerbaum. Aber du ziehst das eh gerade durch meine Reifen, also von daher. Jo. Aber wie gesagt, Videos rendern muss ich so oder so, aber ich nehme die Videos dann noch spezielle bearbeite oder nicht, weil das hat halt keine 5 GB hoch. Oder jetzt sind wir ja auch schon wieder bei 4 GB. Die rendere ich dann sowieso dann nochmal ins YouTube-Format um, dass das schneller bearbeitet. Aber ja, ist ja immer so, Freunde, habe ich ja schon mal gesagt, Tino zum Beispiel, logisch, wir nehmen jetzt zum Beispiel auf, dann machst du alles fertig, ne, und lädst das dann auch mit einmal hoch. Genau. Für die eine Woche. Und ich mache es zum Beispiel so, ich lade das Ganze halt vormittags oder dann in der Nacht, so bevor ich ins Bett gehe, lade ich dann immer erst die jeweils einzelne Folge jeden Tag aktuell hoch. So halte ich das. Halt. Mist. Ich glaube, du musst den. Warte mal, ich mach das einfach weg.
Aber wir sind auch durch. Wir sind auch durch. Du warst nicht, ich war, ne? Ich glaube ja. Nee, ich war. Ja, dann bitte. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Das Däumchen nicht vergessen, wenn es denn nicht zu schwer fällt, eins zu geben. Und ja, der Rest in der Videobeschreibung. Bis dahin, tschüss. Ist auch kostenlos. Ja.